Sie können jetzt enorm sparen bei Ihrer Genossenschaft Lebensräume und das Stufe für Stufe. Beim Bezug einer Dreiraumwohnung bis zu 10% und damit etwa 350 Euro im Jahr. Durch den Etagenbonus. Jetzt informieren unter Telefon 03571 46 73 0, Hoyerswerda 46 73 0 und im Netz unter lebensräume-hy.de. Ein exzellentes Angebot Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Wie esse noch? Darf ich dann endlich mal zahlen? Einfach clever sparen. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Donnerstag, dem 5. Juni. Die Leipziger Paulinerkirche hat eine bewegte Geschichte. Im Jahr 1240 wurde sie am Augustusplatz geweiht und im 16. Jahrhundert der Universität übereignet. Dann überstand sie fast unbeschädigt beide Weltkriege, nur um 1968 von der DDR-Regierung gesprengt zu werden. Doch so sollte das Kapitel Paulinum nicht enden. Nach der Jahrtausendwende entschloss sich der Freistaat, die Kirche zusammen mit dem neuen Campus wieder aufzubauen. Nun ist sie fast fertig und glänzt mit einigen nicht alltäglichen Details. Nicht ganz alltäglich ist vor allem die Summe, die hier investiert wurde. Der gesamte Unicampus hat den Freistaat etwa 250 Millionen Euro gekostet. Allein der Innenausbau der Paulinerkirche beläuft sich auf 12 Millionen. Dafür bekommt das Multifunktionsgebäude aber auch so einige Extras, die Sachsens Finanzminister Georg Unland und Unirektorin Beate Schücking am Donnerstag noch einmal vorstellten. Im Andachtsraum werden zum Beispiel die historischen und mittlerweile restaurierten Epitaphien angebracht, die aus der alten Universitätskirche gerettet werden konnten. Ein Lichtschlitz soll als Architekturelement ebenso wie die asymmetrische Fassade an die Sprengung erinnern. Und die Säulen sollen mit speziellen Glaselementen verziert werden. Doch gerade diese sorgen laut Georg Unland nun für einen neuen Bauverzug. Wir hatten ursprünglich eine Firma aus England vorgesehen. Leider steht uns diese Firma nicht mehr zur Verfügung, aufgrund des Todesfalls des Eigentümers. Deshalb waren wir gezwungen, eine alternative Lösung zu finden. Ich hoffe, wir haben sie jetzt gefunden. Die Probeelemente werden noch in diesem Monat geliefert sein. Und da muss man einmal sehen, ob die Anforderungen, die wir an diese Glaselemente gestellt haben, auch erfüllt werden. Im Klartext, eigentlich sollte die Kirche schon Ende des Jahres eingeweiht werden. Nun dauert es voraussichtlich bis Ostern 2015. Bis dahin soll auch feststehen, wo genau die historische Kanzel angebracht wird. Diskussionen gab es im Vorfeld aber vor allen Dingen um die Glaswand, mit der Andachtsraum und Aula voneinander abgetrennt werden können. Viele Christen sehen dadurch das Andenken an die 1968 gesprengte Kirche beschädigt. Unirektorin Beate Schücking verteidigt den Einbau, aber schließlich soll das Paulinum dreifach genutzt werden. Es werden hier akademische Feiern, Kongresse, wissenschaftliche Veranstaltungen stattfinden. Es werden natürlich herausragende Veranstaltungen sein. Es werden regelhaft, dazu hat der Senat der Universität ja auch schon beraten und so eine Art Nutzungsordnung erstellt, die Universitätsgottesdienste hier stattfinden. Zu besonderen Ereignissen mit entsprechend großem Publikum, dann natürlich auch im gesamten Raum. Und es werden sicher sehr, sehr viele musikalische Veranstaltungen hier stattfinden. Ja, wir haben ja einen sehr aktiven Universitätsmusikdirektor, David Timm, der sich jetzt schon außerordentlich darauf freut, hier mit der Orgel, mit den akustischen Möglichkeiten des Gesamtraums hier nun endlich für alles, was ihm, dem Universitätsorchester, dem Universitätschor so vorschwebt, die entsprechende Bühne zu haben.
Die Orgel an sich ist ebenfalls beeindruckend. Die Königin der Instrumente stammt vom Dresdner Traditionsunternehmen Jämlich Orgelbau. Der Chef selbst stellte das 11 Meter hohe Stück vor. Die Orgel von der Dimension her hat also 3 Manuale und ein Pedal und insgesamt 46 Register. Allem in allem werden also knapp 3000 Pfeifen in diesem Instrument stehen. Der tiefste Ton, das ist ein Untersatz 32 Fuß. Das ist also eine Holzpfeife, die also 5 Meter physikalische Länge hat und 9,60 Meter eigentlich lang ist, aber die ist halt gedeckt. Die gibt eine Frequenz von 16 Hertz ab. Das ist der tiefste Ton, den der Mensch hören kann. Und die kleinste Pfeife, die hier verbaut wird, ist also eine kleine Mixturpfeife. Die hat also gerade mal so 7, 8 Millimeter. Körperlänge, die schwingt dann mit 16.000 Hertz. Das ist sozusagen das andere Ende des menschlichen Ohrs. Damit können wir sozusagen mit dem Instrument den gesamten Hörbereich des Menschen abdecken. Insgesamt 4 Jahre dauert der Bau einer solchen Orgel. Die etwa 1 Million Euro, die dafür anfallen, zahlt die Uni selbst. Im nächsten Jahr wird die Orgel dann hoffentlich auch zu hören sein. Es sei denn, der Einweihungstermin des Paulinums verschiebt sich erneut. Die Studenten der Uni Leipzig sind übrigens nicht ganz so begeistert vom Kirchenbau. Das Geld, das dort hineingesteckt wurde, hätten sie lieber an anderer Stelle gesehen. Die Studenten kämpfen ja zurzeit gegen Kürzungen des Freistaats und den damit drohenden Wegfall von Studiengängen. Mehr Aktuelles vom Tage sehen Sie gleich bei uns in den Nachrichten. Deutschlands schärfste TV-Aufstellung mit bis zu 46 HD-Sendern. Mega-Blockbuster, Sport, Shows und Serien auf über 100 Programmen. Interaktiver HD-Rekorder inklusive. Hol dir den Kabelanschluss Premium von Primacom. Jetzt ab günstigen 15 Euro monatlich in den ersten 6 Monaten. Prima fantastisches Fernsehen von Primacom. Ihre Chance beim Elsterwelle-Gewinnspiel 5 aus 55. Täglich spielen und mit etwas Glück 5.555 Euro Sofortrente im Monat gewinnen. Einfach die 0137 822 0433 anrufen und gleich tippen. Übrigens, der Gewinnanspruch besteht für 50 Jahre und kann vererbt werden. Außerdem werden unter allen Mitspielern monatlich 150 Reisegutscheine im Wert von 150 Euro verlost. Also 0137 822 0433 anrufen und Gewinnchance sichern. Sachsens Kultusministerin war am Donnerstag auf Schusters Rappen unterwegs. Anlässlich des Internationalen Tags der Umwelt erkundete die Politikerin mit Schülern den Spannteich bei Hoyerswerda. Das Naturschutzgebiet ist vor allem durch seine Vielfalt an Vögeln und Insekten bekannt. Der Spannteich liegt in unmittelbarer Nähe zur Energiefabrik in Knappenrode. Allerdings ist er kaum als Gewässer erkennbar, denn nur noch knapp 10% seiner Gesamtfläche sind ohne Schilfbewuchs. Das wiederum schafft optimale Bedingungen für zahlreiche Vogelarten, immerhin mehr als 60 Einheimische und gut 30 Gastarten brüten hier. Mir hat es wunderbar gefallen. Ich habe große Freude und großen Spaß gehabt, endlich wieder mal in der Natur sein zu dürfen, weil meine Freizeit doch begrenzt ist und vor allem mich mit Schülerinnen und Schülern unterhalten zu können. Beim Spaziergang erklärte Försterin Katharina Winkler, wie der Waldumbau in der Region funktioniert, welche Arten heimisch und welche sozusagen eingeschleppt wurden und vor allem, wie man sich hier eigentlich erholen kann. Ein Thema, das bei der Ministerin sicherlich keine Erklärung bedarf, die den Vormittag aber tatsächlich nutzte und mit den Jugendlichen ins Gespräch kam. Und heute habe ich mich mit einem jungen Mann unterhalten, zum Beispiel darüber, was er sich beruflich mal vorstellt, wie seine Zukunft aussieht, wie die Noten zurzeit aussehen und dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch was zu tun haben. Das macht mir Freude, mit jungen Menschen über ihre Zukunft vor allem zu sprechen und auch über Schule, was richtig gut ist und was vielleicht noch verbessert werden kann. Wissensvermittlung nicht starr, sondern ganz leger beim Wandern. Ein Konzept, das offenbar auch bei den jungen Menschen gut ankam. Ja, also es war halt sehr interessant, mal hier so den Spannteich zu sehen. Hier war ich halt noch nie.
Ja, und wir waren jetzt mit dem Herrn Schnabel unterwegs und ja, es hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Also es war interessant. Ja. Also bis jetzt fand ich es eigentlich sehr interessant und also wir haben auch viele interessante Dinge über die Pflanzen und die Bäume gelernt und ich fand es ganz cool. War sehr interessant und lehrreich. Der Internationale Tag der Umwelt soll übrigens an die Eröffnung der ersten Weltumweltkonferenz der Vereinten Nationen am 5. Juni 1972 in Stockholm erinnern. In der Dippoldiswalder Heide bei Dresden führt die Polizei morgen zum dritten Mal einen Großeinsatz zur Bombenentschärfung durch. Die drei Sprengkörper gehören vermutlich zu einem dritten Flugzeug, das 1945 abgestürzt ist, aber bisher nicht gefunden wurde. Etwa 50 Menschen werden morgen evakuiert, einige Straßen und Häuser in Rabenau gesperrt. Mehr Aktuelles vom Tage sehen Sie jetzt bei uns in den Nachrichten. Wie angekündigt soll auf der Frenzelstraße in Hoyerswerda mit Ferienbeginn die Deckschicht erneuert werden. Der Technische Ausschuss hat am Mittwoch die Arbeiten in Höhe von 97.000 Euro an ein Unternehmen aus Niesky vergeben. Allerdings gab es aus den Reihen der Stadträte Kritik am Vorhaben. Es gebe Straßen in einem deutlich schlechteren Zustand, die dringender einen Ausbau bräuchten, so der Tenor. Laut Bauverwaltung sei die Deckschichterneuerung allerdings notwendig, um den Straßenunterbau so weit zu erhalten, dass die geplante Nutzungsdauer von 30 Jahren seit dem letzten grundhaften Ausbau Mitte der 90er Jahre auch erreicht wird. Ohne diese Erhaltungsmaßnahmen muss die Frenzelstraße deutlich früher und zu höheren Kosten erneuert werden, bis es zur Begründung. Für den Abriss des Haus 2 des Lessing-Gymnasiums und der angrenzenden Turnhalle sind die Arbeiten ebenfalls beauftragt worden. Für 188.000 Euro wird ein Unternehmen aus Hoyerswerda tätig. 90% der Summe werden durch Fördermittel des Freistaates getragen. Der Abbruch soll im August erfolgen. Für die Außenanlagen der neuen Sporthalle des Lessing-Gymnasiums in der Pestalozzi-Straße kommt ebenfalls eine Firma aus der Stadt zum Einsatz. Die Kosten werden mit 166.000 Euro veranschlagt. 193.000 Euro sind für die Erschließung des Eigenheimstandortes Kleine Bleiche vergeben worden. Aufgrund der guten Nachfrage sollen dort weitere 5 Grundstücke ausgewiesen werden. Im Zuge dessen muss eine Brücke über den alten Elsterarm errichtet und eine Straße mit Wendehammer gebaut werden. Den Auftrag dazu bekam ein Unternehmen aus Seidewinkel. Auch für die Sanierung der Sanitäranlagen an der Adlergrundschule sind die ersten 74.000 Euro eingestellt. Damit soll die Trinkwasserleitung vom Hausanschluss zum Heizungskeller und die Anschlüsse zu den Waschbecken im ersten und zweiten Stock erneuert werden. Auch hier ging der Auftrag an ein Unternehmen aus Hoyerswerda. Nur einen Tag nach der Eröffnung ist am Mittwochabend in die Eventfiliale des Fleischerei- und Partyservice Danilo Dubau zum ersten Kochseminar eingeladen worden. Die rund 20 Teilnehmer wurden in die Kunst des Niedertemperaturgarns eingeführt. Profi Josef Niedermann aus der Schweiz gab entsprechende Tipps und bereitete kulinarische Leckerbissen zu, die natürlich im Anschluss von allen verkostet wurden. Ein Zeuge alarmierte am Donnerstagmorgen Polizei und Feuerwehr in Hoyerswerda. Er hatte im Gondelteich ein regungsloses, größeres Feldtier entdeckt. Ob ein Tier des örtlichen Zoos ausgebrochen und dort verunglückt sei? Tatsächlich trieb in dem Gewässer ein mit Fell versehener Gegenstand, der aus der Ferne wie ein totes Tier aussah. Die Berufsfeuerwehr und der örtliche Bürgerpolizist kamen der Sache jedoch schnell auf den Grund. Ein etwa 1,20 Meter großes Alf-Plüschtier war in das Gewässer gelangt. Der Außerirdische wurde von der Feuerwehr an Land gezogen und fand danach in einer Mülltonne seine vorerst letzte Ruhestätte. Sachsen müssen eine Woche länger auf die Nachricht warten, wo ihr Kind künftig die 5. Klasse besucht. Wie die Sächsische Bildungsagentur mitteilte, sei das Einstellungsverfahren von Lehrern noch nicht abgeschlossen. Den Eltern soll nun am 12. Juni mitgeteilt werden, in welche Oberschule bzw. in welches Gymnasium ihr Kind im neuen Schuljahr kommt. Eigentlich sieht die Verwaltungsvorschrift eine Information bis zum 5. Juni vor.
Ab morgen ist Sonnetanken angesagt. Die Temperaturen für die kommenden Tage erfahren Sie gleich. Außerdem haben wir dann die Veranstaltungstipps für Sie. Bei uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Unser Fachpersonal steht Ihnen beim Verlegen und Ketteln mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Neu ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Sitzen wir wieder hier im Garten des Klinikums und wieder mit Geschäftsführer Andreas Grahlemann. Das aber zum letzten Mal, denn es ist ja nicht unbekannt, er wird das Klinikum in Hoyerswerda verlassen zum 30. Juni und dann, auch das ist bekannt, gibt es ja zwei neue Geschäftsführer. Herr Grahlemann, und das ist eine Sache, die viele gar nicht so verstehen können. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sagte, nun hat er alles ordentlich gemacht und jetzt geht er weg. Warum geht er weg? Weil er alles ordentlich gemacht hat. Also insofern bin ich ja damals vom damaligen Oberbürgermeister Herrn Bremig nach Hoyerswerda gekommen, um ein paar wesentliche Probleme zu klären. Ich denke mal, wenn ich zurückdenke an, es waren drei Dinge. Zum einen das Haus aus der wirtschaftlichen Katastrophe herauszuführen, zweitens neu auszurichten und mit Nachhaltigkeit zu versehen und dem Haus ein neues Image zu geben. Und ich denke mal, diese drei Hauptthemen sind in den letzten Jahren sehr umfangreich, sehr intensiv bearbeitet worden und glaube auch für die Zukunft gesichert worden. Als Sie herkamen, sah es ja wirklich schlimm aus im Vergleich zu dem, wenn man das heute sieht. Haben Sie manchmal gedacht, Donnerwetter, hier habe ich mir zu viel aufgeladen? Na, also zumindest in der ersten Zeit habe ich schon gesagt, Donnerwetter, die haben ja gar nicht alles gesagt, wie schlimm es ist. Und deshalb hat mir der eine oder andere das auch nicht geglaubt, nach der anfänglichen Analyse der Situation hier im damaligen Klinikum Hoyerswerda. Aber letztendlich haben wir viel Spielraum gehabt. Und dieser Spielraum lief daher darauf hinaus, viele Dinge letztlich zu entscheiden, kurzfristig zu entscheiden, ohne große Formalitäten. Und das ist letztendlich auch das Ergebnis, was wir heute vorfinden. Was waren so vielleicht drei Meilensteine, die Sie jetzt aufzählen würden? Also wenn wir das auf drei Meilensteine reduzieren würden, dann würde ich vielleicht sagen, der erste Meilenstein ging dahin, wieder Vertrauen in dieses Krankenhaus, in diesen Standort bei der Planungsbehörde zu erzeugen. Zweitens, wo sich jeder noch daran erinnern kann, dass wir aus dem Klinikum Hoyerswerda das Lausitzer Seenlandklinikum gemacht haben. Und drittens würde ich sagen, der Meilenstein, den man zusammenfassen kann, dass wir in diesen 8 Jahren das gesamte Haus komplett durchsaniert haben. Und mit der Durchsanierung auch verbunden haben, die strukturellen Veränderungen. Sie können sich damals noch daran erinnern, dass wir auf dem Campus hier noch mehrere Gebäude hatten, die dann abgerissen wurden. Es gab Diskussionen, alles in diesen Hauptstandort zu verlegen und. Und heute haben wir nicht nur alle Fachgebiete aus den Außenstandorten hier im Gebäude, sondern wir haben darüber hinaus noch die Geriatrie neu zugeführt und denken ja auch dran, in den nächsten Jahren eventuell auch noch eine Neurologie zuzuführen. Und insofern war die Entscheidung der Standortzusammenlegung und der damit verbundenen Kostenreduzierungen der einzig richtige und konsequente Weg. Sie sagten es erst schon im Gespräch voran, das Klinikum bietet Top-Bedingungen den Patienten, aber auch den hier arbeitenden Ärzten und dem Personal. Ja, also aus meiner beruflichen Praxis kenne ich viele Krankenhäuser, ob in Alt- oder Neubundesländern. Und das, was wir hier an Niveau haben, das sucht schon seinesgleichen. Insofern muss man mal davon ausgehen, dass wir ein Gebäude haben, was über 40 Jahre alt ist. Und wir haben jetzt hier im Hause mit diesen Ein- und Zwei-Bettzimmern, das ist ja schon Standard bei uns hier. Und woanders zahlen Sie dafür viel Geld dazu, wenn Sie 3, 4 oder 5 Bettzimmer haben. Daran gewöhnt man sich aber sehr schnell. Daran gewöhnt sich auch Belegschaft sehr schnell. Und wenn Sie hier überall Sanitärbereiche haben, dann gewöhnt man sich auch daran sehr schnell. Ist natürlich der Standard heute, aber Sie finden ihn nicht überall vor. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Und das eine oder andere bleibt dann übrig, wo man sagt, das würden wir ja auch noch gerne haben.
Aber wir haben damals die Devise ausgegeben, wir wollen uns gesund schrumpfen, sodass wir hinsichtlich der Kosten und hinsichtlich der Erlöse auf ein gesundes Maß kommen, auf ein gesundes Verhältnis kommen. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Haben Sie sich dann an die Lausitz gewöhnt? War es schön hier? Ist es schön hier? Ja, ich habe mich sehr an die Lausitz gewöhnt. Ich fühle mich auch in Hoyerswerda sehr wohl. Und wir haben gerade in den letzten Tagen viele Pressenachfragen gehabt hinsichtlich der Ansiedlung unserer ausländischen ärztlichen Kollegen. Offensichtlich, wie ich das immer gesagt habe, ist die Ansiedlung von so vielen Ärzten schon eine Besonderheit. Und wir haben ja immer gesagt, wir liegen fast bei der Hälfte der Ärzte aus dem Ausland prozentual sehr hoch. Bei so und so vielen Nationen, also wir sind manchmal 15, manchmal 16 Nationen, das hat schon seine Besonderheit. Die fühlen sich auch hier wohl. Und insofern bedauere ich es fast, aus der Lausitz wieder jetzt wegzugehen, weil man ja neben der Arbeit auch viele Freunde hier kennengelernt hat. Und insofern ist es natürlich ein Lebensabschnitt gewesen, den man nicht einfach abhakt am 30.06. Sie werden mich auch weiterhin in der Lausitz irgendwo treffen. Nun hat ja jemand, der viel arbeitet, wenig Freizeit. Was haben Sie so mitbekommen vom Seenland? Sind Sie Firmen? Wissen Sie Bescheid? Ja, so Freizeit hatte man natürlich auch, natürlich aber nicht in der Woche. Also mein Arbeitstag bestand wirklich in der Zeit zwischen 8, 8.30 Uhr hier zu sein und dann in der Regel zwischen 29 Uhr eine Einrichtung zu verlassen. Danach ist nicht mehr sehr viel. Aber entweder haben mich Freunde eingeladen oder ich habe immer eine Möglichkeit genutzt. Ich habe im Sommer immer so eine Art Faltsitz im Kofferraum liegen und habe es sehr genossen, zum nahegelegenen Scheibersee zu fahren und mal den Sonnenuntergang zu genießen. Natürlich beim Glas Rot oder bei einer Flasche Bier. Gar keine Frage. Nun verraten Sie uns doch nicht, welches Klinikum Sie als nächstes sanieren, aber es wird wohl wieder in die Richtung gehen, weil das ist Berufung, wie wir eben gehört haben. Da sagen wir mal so, wenn ich jetzt die Lausitz verlasse oder dieses Klinikum verlasse, dann hat man auch hier viele Dinge dazugelernt. Es ist ja nicht so, dass man nur mit Ideen herkommt. Man nimmt ja neue Ideen auf, man lernt dazu. Man hat sich nicht nur fachlich in bestimmten Dingen weitergebildet, man hat ja auch an Lebenserfahrung dazu gewonnen. Und mein Ansinnen geht dahin, dieses kompakte Wissen in den nächsten Jahren nochmal an anderer Stelle auch einzusetzen. Denn Sie müssen eins verstehen, und das haben wir auch gerade in der Pressekonferenz ja gehört, viele Dinge sind ja nachhaltig geordnet. Man konnte in der ersten Zeit große Schritte machen, wir haben Millionen bewegt, wir haben Strukturen verändert. Man konnte also innerhalb einer kurzen Zeit bei einer gewissen Konsequenz viel erreichen. Wir werden uns hier daran gewöhnen müssen, dass wir in den nächsten Jahren kleinere Brötchen backen. Die Sanierung ist durch, die Geräte sind alle erneuert, die Strukturen sind erstellt, sodass der Alltag einkehrt hinsichtlich dieser Fragestellung. Und da glaube ich, dass in vielen Ländern, in vielen Krankenhäusern Bedarf darin besteht, einfach Weichen neu zu stellen, mit diesem Wissen an den richtigen Schrauben zu drehen, um die Krankenhäuser dann auf den richtigen Weg zu bekommen. Und da bin ich ganz sicher, in den nächsten Jahren noch eine gute Beschäftigung zu finden. Gut, dann wünsche ich Ihnen auch bei der Beschäftigung viel Erfolg, alles Gute, möge es klappen, das natürlich auch privat. Und ich denke, es wird ein Kompliment sein, wenn viele Hoyerswerda und viele im Seenland sagen, langsam, es ist schade, dass er geht. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda steht am Freitag das Basteln und Spielen je nach Lust und Laune auf dem Programm. Die Angebote können von 14 bis 18 Uhr genutzt werden. Im Losaer Ortsteil Steinitz wird an diesem Wochenende gefeiert. Eingeladen wird zum 20. Steinitzer Pfingstfest. Los geht's am Freitag mit einem Bieranstich um 20 Uhr und danach mit der Ostrocknacht. Live in Konzert zu erleben ist dabei unter anderem auch die Gruppe Karat. Über Jahre waren die Folgen der Fortsetzungsrevue Camping Camping im Amphitheater am Senftenberger See fester Bestandteil. Mit Camping Camping 5 geht eine Ära endgültig zu Ende. Nur noch 4 Vorstellungen wird es im Juni und Juli zu sehen geben. Die erste Möglichkeit dazu gibt es am Freitagabend um 20 Uhr. Innerhalb der Filmreihe Abschied und Ankunft läuft am Freitag in der Hoyerswerdaer Kulturfabrik der deutsche Streifen Vergiss mein Ich. Filmstart ist um 20 Uhr. Nachts oft klar und trocken, bei 10 bis 6 Grad.
Am Freitag nach örtlichen Nebelfeldern viel Sonne, nur einige und meist flache Quellwolken. Überall trocken. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 26 Grad. Das war die Drehscheibe für Donnerstag. Morgen geht es bei uns unter anderem um das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend